إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل يا سيستان بي الله سبحانه وتعالى dass er uns hier versammelt hat und dass er es uns ermöglicht über seine Religion zu lernen und dass wir dadurch ihm näher kommen und dass wir diese Benehmensregel mitnehmen dürfen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch, genauso wie er uns hier versammelt hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch ermöglichen, das, was wir mitnehmen, dass wir das auch praktizieren und Allah näher kommen durch diese Handlungen. Weil das sind Adab und Benehmensregeln, die brauchen eine Praxis. Sie sind nicht nur Theorie, sie sind eine Praxis, womit wir Allah dadurch näher kommen und womit wir, inshallah, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Praxis dann praktizieren. Und heute die Benehmensregel von das Wissen erlangen ist eine sehr wichtige Benehmensregel, die wir inshallah zusammen lernen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das auch ermöglichen, dass wir diese Benehmensregel auch umsetzen. Und bevor ich über die Benehmensregel rede, wollte ich über das Wissen sozusagen eine Vorstellung geben, damit wir wissen, worum es geht. Das Wissen, und damit ist gemeint das Wissen in der Religion, ist nicht, wie viele heutzutage das auch sozusagen praktizieren, ist nicht Information sammeln oder allgemein Kenntnisse zu haben. Das heißt, er hat Tawhid, Bücher oder Aqida oder Fiqh gelernt, aber er hat das sozusagen nur die Kenntnis. Das Wissen ist eine Veränderung, die in dich, wenn du dieses Wissen bekommst, muss eine Veränderung kommen. Das heißt, das Wissen bewirkt etwas bei dir. Das ändert dich. Das Wissen bringt dir Gottesfurcht. Das Wissen vermehrt deine Liebe zu Allah. Dein Wissen bringt dich näher zu Allah. Bewirkt bei dir, das richtige Wissen bewirkt bei dir die Bescheidenheit. Das Wissen, wenn man das richtig erlangt, dann verändert man sein Leben. Deswegen, wenn wir in uns schauen und in unsere sozusagen Sitzungen, die wir nehmen, schauen, wenn wir einfach nur hier sitzen und Informationen bekommen und zu Hause ändert sich nichts, in unserem Leben ändert sich nichts, dann ist das nicht das richtige Wissen erlangt. Dann ist das nur einfach Kenntnis, die man bekommen hat. Und diese Kenntnis ist Yawm Qiyamah eine Hujja gegen dich, ein Beweis gegen dich. Deswegen wehe uns, dass wir einfach nur Kenntnisse bekommen. Deswegen sagten die Salaf, Al-Ilm wal-Khashya, das Wissen ist die Ehrfurcht. Umso mehr Wissen du bekommst, fürchtest du Allah mehr. Das
Deswegen sind diese Benehmensregeln von das Wissen erlangen sehr wichtig, dass wir auch das Wissen schätzen, was das Wissen ist. Und auch eine Sache, die sehr wichtig ist beim Wissen, dass dieses Wissen ist auch verbunden mit der Ibadah. Das Wissen ist eine Ibadah, die das dein Herz macht. Und dieses Wissen, was man erlangt, sollte man auch allgemein das wissen, dass jede Wissenschaft hat so viel Wert wie der Inhalt von diesem Wissen. Deswegen allgemein auch das Wissen in weltlichen Sachen hat auch dementsprechend seinen Wert wie der Inhalt von diesem Wissen. Wenn jemand zum Beispiel über Chemie lernt, dann hat das Wissen von Chemie so viel Wert, wie der Gebrauch von Chemie ist für die Menschen. Sagen, wenn Chemie so wichtig für die Menschen ist, ist auch dementsprechend das Wissen so edel. Und natürlich, was edler ist als Chemie, Medizin. Weil durch Medizin werden Seelen gerettet. Umso wichtiger der Gebrauch von diesem Wissen ist, umso edler. Und das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala ist das höchste Wissen. Weil das ist das Wissen über denjenigen, der dich erschaffen hat. Und derjenige, der dich nur dafür erschaffen hat, um ihn zu dienen. Und derjenige, von dem alle abhängig sind. Al-Hayy, Al-Qayyum. Und derjenige, der dich retten kann. Deswegen dieses Wissen über ihn und über den Weg, der zu ihm führt, ist das edelste und wichtigste Wissen, was wichtiger ist als dein Essen und Trinken und Medizin und sonstige andere Wissenschaften, die auch sozusagen auch Wert haben. Aber es gibt keinen größeren Wert als das Wissen über Allah und den Weg, der zu ihm führt. Und zu den Benehmensregeln des Wissens, inshallah, merken wir uns 14 Benehmensregeln. Und der allererste Anfang ist der Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Weil, wie gesagt, das Wissen ist eine Ibadah und jede Ibadah braucht eine Aufrichtigkeit. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ihnen wurde nichts anderes befohlen, außer Allah zu dienen, in welchem Zustand? In aufrichtigem Zustand. Allah subhanahu wa ta'ala gebührt die ganze Religion und die ganze Anbetung in aufrichtigem Zustand. Deswegen ist wichtig, wenn jemand sogar zu diesen Unterrichten und auch überall, wo er Wissen erlangt, wenn er sich dahin bewegt, dass er in seinem Herzen die Aufrichtigkeit aufweckt. Und sich daran erinnert und von seinem Herzen alle anderen falschen Absichten wegmacht. Und sich abmüht, diese Aufrichtigkeit immer beizubehalten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer Wissen erlangt, was normalerweise rein für Allah sein sollte, aber er lernt das nur dafür, um weltliche Sachen zu beabsichtigen oder beanstreben, dann wird er nicht den Geruch des Paradieses bekommen. Hier muss man unterscheiden. Dieser Mann geht Wissen erlangen und ist fleißig. Aber die Nähe ist nicht richtig und riecht nicht den Paradies. Und erinnert euch an den anderen Hadith, wo der Prophet Muhammad sagt, wer einen Weg schreitet, um Wissen zu erlangen, ja,
dem wird Allah SWT einen Weg zum Paradies erleichtern. Der eine erleichtert ihn Allah SWT den Weg zum Paradies, der andere riecht nicht den Paradies. Wo ist der Unterschied? Beide bemühen sich und beide kommen an das Wissen. Aber der eine hat das aufrichtig für Allah gemacht. Der andere will etwas Weltliches damit. Und deswegen ist die reine Absicht sehr wichtig im Wissen erlangen. Und allgemein im Wissen erlangen, könnte man die guten Absichten sich aufschreiben, womit man sozusagen, was man beabsichtigen sollte, wenn man das Wissen erlangt. Natürlich als allererstes, dass man Allah gehorcht und seinen Gesandten gehorcht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, Talabul ilmi farida ala kulli muslim. Das Wissen erlangen ist eine Pflicht gegenüber jedem Muslim. Gehst du diese Pflicht nach, ist das ein Gottesdienst. Ist es eine Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und das sollte man beabsichtigen. Wenn du jetzt Wissen erlangst, du machst einen Gottesdienst und eine Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala, die rein für Allah ist. Auch man beabsichtigt, die Unwissenheit zu beseitigen von sich. Dass man sich reinigt und von Unwissenheit wegkommt. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Heuchler an und sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Schauen Sie nicht in den Koran, so dass Sie sozusagen in den Koran reinschauen und darüber nachdenken, über den Koran, was da drin ist. Oder sind auf die Herzen Schlosser. Die Schlosser, die einen abhalten, von dem Koran zu profitieren, sind verschiedene Schlosser. Es kann sein, dass das der Hochmut ist, aber ein von den Schlossern ist die Unwissenheit. Die willst du durch das Wissen erlangen, beabsichtigen, dieses Schloss von Unwissenheit zu beseitigen. Öffne dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch, was man beabsichtigen sollte, wenn man Wissen erlangt, damit man nicht nur Wissen erlangt, um Kenntnis zu bekommen, das ist eine Eigenschaft von Leuten der Schrift, die sich freuen über das, was sie wissen, aber die praktizieren nicht. Deswegen sollte man auch beim Wissen erlangen, die Absicht haben, zu praktizieren. Ich lerne, um das zu praktizieren. Und natürlich auch lernt man, um auch andere zu helfen und weiterzugeben. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Besten unter euch sind diejenigen, die den Koran lernen und weiter beibringen. Das sind alles Absichten, die man rein für Allah machen kann und die einen sozusagen eine gute Absicht beim Wissen erlangen geben. Und was man vermeiden sollte, ist, dass man das Wissen erlangt, um sich zu zeigen oder um mit Leuten in Diskussion zu kommen, um zu zeigen, was man für Wissen hat. Oder dass man sich versucht, an Prediger und an Gelehrten und so weiter ranzubringen, um sich zu zeigen, dass man diskutieren kann und dass man Wissen hat und dass man mit jemandem sozusagen mithalten kann und so weiter. Ja? Oder dass man sich überheblich zeigt den anderen. Das sind alles falsche Absichten. Oder dass man das Wissen erlangt, um Geld zu verdienen. Durch das Wissen, was man hat. Das sind alles falsche Absichten, wo der Muslim davon wegkommen soll. Die zweite Benehmensregel ist, dass man
sogar die Reise antritt, um Wissen zu erlangen. Also für das Wissen ist man sogar bereit, Reise anzutreten. Es wurde überliefert von Jabir ibn Abdullah. Sagte er, mir ist zu Ohren gekommen, oder mir ist gekommen ein Hadith, den ein Mann vom Propheten Muhammad SAW gehört hat. Wer sagt das? Jabir ibn Abdullah. Das ist auch ein Sahabi. Sagte er, ich habe einen Kamel gekauft. Und dann habe ich den Kamel gekauft und bin ich eine Reise angetreten. Ein Monat lang. Bis ich zu Scham, also zum Schamgebiet, angekommen bin. Und dann ist sozusagen, hat er ihn empfangen und sagen, hat er nach seinem Namen gefragt, sagte Jabir ibn Abdullah. Dann ist er rausgekommen, hat er mich umarmt, ich habe ihn umarmt. Dann sagte ich, mir ist zu Ohren gekommen, dass du ein Hadith vom Propheten Muhammad sallam gehört hast. Und ich hatte Angst gehabt, dass du stirbst oder ich sterbe, bevor ich ihn gehört habe. Und dann hat er ihm diesen Hadith überliefert. Und das ist sozusagen eine Handlung nicht nur von einem, von den Sahaba, sondern von mehreren Sahaba und von den Salaf, dass sie Reisen angetreten haben, um Wissen zu erlangen, was man von sozusagen authentischen Hadithen oder von authentischen Wissen oder von Gelehrten entnehmen kann. Deswegen ist sozusagen das Bewegen, um Wissen zu erlangen, eine sehr wichtige Sache. Und hat mehrere Vorteile. Den einen Vorteil ist, dass man das Wissen schätzt. Dass man sich zum Wissen bewegt. Nicht, dass das Wissen zu dir nach Hause kommt. Heutzutage, man will, dass das Wissen zu ihm nach Hause kommt. Sogar im Schlafzimmer kommt das Wissen zu dir. Heutzutage haben wir online einen Unterricht online und du hörst dem und dem und dem. Und manche switchen. Und da verliert man überhaupt den Wert vom Wissen, dass man weiß, dass das Wissen eine Anstrengung braucht, um ihn zu bekommen. Dass man sich bewegt. Dass das Wissen nicht eine Sache mit Bequemlichkeit zu tun hat. Und deswegen die Früheren, die haben das Wissen sehr viel mehr geschätzt als die Heutigen. Deswegen war das Wissen bei ihnen gesegneter. Vor allem, wenn man Erinnerung hat, wie man das Wissen erlangen hat, dass es mit Schwierigkeit zu tun hat. Und die dritte Benehmensregel, dass man, das hat jetzt zwar nicht mit dem Wissen an sich zu tun, aber mit seinem Zustand sozusagen allgemein zu tun, aber das, was auch Einfluss hat auf das Wissen, dass man nicht sich satt isst. Fragt man sich, was hat Essen mit Wissen zu tun? Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, also kein Gefäß, der gefüllt wird, ist schlimmer als der Bauch oder Magen von Sohn Adams. Und dann schreibt uns der Prophet Muhammad sallam, was ist das optimale oder was der optimale Zustand, was das Essen angeht, sagt er, Hasbul Adami Luqaymat. Also was einen Sohn Adams ausreichen würde, ist einige Happen, wo er sozusagen seinen Hunger stillt. Einige Happen, wo er seinen Hunger stillt. Wenn aber seine Nefs ihn überwältigt, also wenn es unbedingt sein sollte, dann sagt der Prophet Muhammad sallam, ein Drittel für dein Essen und ein Drittel für das Trinken und ein Drittel für die
atmen. Und das hat eine Sache an sich und sagt hier zum Gelehrten, dass das Entleeren oder dass man nicht so, sich sättigt, hat Vorteile. Und dass man sich füllt mit Essen und richtig satt ist, das hat Nachteile. Der Vorteil für denjenigen, der sozusagen immer noch so im Hungergefühl bleibt, aber sozusagen hat das, was er braucht, bekommen, dass sein Herz sozusagen klar bleibt. Und dass sein Verstand besser wirkt. Und dass er Basira hat, Einblick. Aber was das Sättigen angeht, das macht einen träge und blendet das Herz. Deswegen sollte man sich nicht gewöhnen, zur Gewohnheit haben, satt zu essen. Ja, und heutzutage, wir essen bis sozusagen immer, brauchen wir einen Knopf aufzumachen. Ja. Deswegen ist auch sozusagen der Verständnis und ganz anders. Den sollte man sich gewöhnen. Und wer war der am meisten Hadithe auswendig konnte von Sahaba? Abu Huraira. Abu Huraira Schicksal ist jetzt nicht so, dass er extra sich Hunger hatte, also Hunger hatte, aber Schicksal von ihm, dass er sozusagen arm war und dass er wirklich nicht zu essen bekam. Aber er wusste das meiste vom Propheten, von Hadith, auswendig. Und er sagte über sich, manchmal wälzte ich mich auf dem Boden. Und wenn man sich auf dem Boden wälzt, dann denkt man, vielleicht hat er einen Djinn. Ja, die Leute denken, ich habe einen Djinn, ich bin besessen. Aber ich wälze mich vom Hunger. Der hat gehungert. Der hat nichts zu essen bekommen. Aber das hatte sein Vorteil war das, dass er durch diesen Zustand auch viel sozusagen tragen konnte vom Wissen. Das ist eine Sache, ihr sollt jetzt euch nicht richtig hungern, aber ihr sollt wenigstens Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreichen, dass man sich nicht immer satt isst, sondern dass man das Essen nimmt, was man braucht. Wie viel Shawarma? Eine. Eine oder zwei? Ja, dann ist alles weg. Ja. Ja. Dann die nächste Benehmensregel. Und das ist auch eine sehr wichtige Benehmensregel. Dass man den Lehrer sucht. Den Lehrer, der einen lehrt und erzieht. Al-Murabbi, der lehrt und erzieht. Und wichtig, dass er die saubere Aqidah hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ. Seid Rabbaniin. Sagt Ibn Abbas bei Erklärung von Rabbaniin, Ulama nachsichtig. Fuqaha, also die gelernt haben und Verstand haben. Und es wird gesagt, dass der Rabbani, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, dass man zu dieser Sorte gehören sollte, das ist derjenige, der die Menschen erzieht. Mit dem kleinen Wissen vor dem großen Wissen. Das heißt, der erzieht die Leute mit dem Wissen und weiß, wie er erzieht. Und diese Sorte sollte man suchen. Weil heutzutage gibt es Leute, die einen in irre Wege bringen. Die machen von dem Schüler eine Waffe. Entweder der springt sich in die Luft
oder der tötet, oder der macht Takfir, oder der schließt die Leute aus der Sunna, eine nach der andere, ohne Kenntnis, ohne Wissen. Das heißt, er selber ist zu einem Instrument von Fitna geworden und hält von Religion ab. Und dieser Miskin, der muss einen Lehrer gehabt haben, der ihn dazu gebracht hat. Und manchmal werden die Lehrer Opfer von ihren Ergebnissen. Das ist das, was du dir selber gebracht hast. Der macht mit dir Takfir, der macht mit dir Tabdir. Der wird unverschämt gegenüber dich, wie du ihm die Unverschämtheit beigebracht hast gegenüber anderen. Deswegen ist wichtig, bei dem Lehrer zu suchen, wer nach Sunna ist, weil, wie Ibn Sirin gesagt hat, inna hada al-ilm din. Dieses Wissen ist ein Din, eine Religion. So sollte man wissen, von wem man sein Wissen nimmt. Und dann braucht man den Lehrer, der erzieht, der beibringt, der dir hilft, dein Leben richtig zu führen, der dich wegbringt von der Fitna und dich festhalten lässt an die Sunna, die dich wegbringt von der Bid'a und der dir den Akhlaq weitergibt und der dir in diese Situation hilft, wie man umgeht mit dieser Situation, dieser Situation, so dass du das lernst und dass es zu deiner Methode wird und so dich damit auch änderst. Deswegen ist es sehr wichtig, den Lehrer zu suchen. Dann die fünfte Benehmensregel. Mit den wichtigeren Sachen anfangen. Vierte? Hast du das nicht satt werden übersprungen? Fünfte Sache. Das mit dem wichtigeren Anfang. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'ad nach Jemen geschickt hat, dann hat er ihm gesagt, du wirst jetzt zu den Leuten der Schriften kommen. Deswegen sollte das Erste, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibt dir sozusagen eine Reihenfolge. So ist es, soll das Erste, womit du anfängst, die zu rufen, ist, dass sie Allah einzig allein anbieten. Wenn sie das annehmen, dann bring ihnen bei, dass Allah ihnen 5 Gebete auferlegt hat. Und so ist es bei Wissen. Du kannst nicht alles auf einmal nehmen. Du brauchst Schritt für Schritt zu lernen. Aber du musst auch wissen, womit du anfängst. Deswegen, einige Leute lernen unkontrolliert. Und manche wählen sich diesen Weg. Die gucken einfach nur von YouTube und lernen. Und sie gucken auf die Überschrift. Emotional. Ermahnung. Du weinst garantiert. Und so weiter. Aber okay, das hilft das Herz. Ich beschreite nicht, dass es nicht hilft. Aber was ist sozusagen die wichtigeren Sachen? Manche haben mir gesagt, ich einmal in eine Stadt mit Usul al-Thalatha und Aqida angefangen habe zu unterrichten, meine Herr, dieser Unterricht ist trocken. Und die wollen was anderes. Hier ist wichtig, auch für den Lehrer oder auch von denjenigen, der die Dawa führt oder die Dawa sozusagen organisiert, dass man nicht nach Wunschvorstellung Dawa macht, sondern wir müssen die Dawa von den Propheten überbringen. Wie hat der Prophet das Volk gerichtet? Und so gehen wir diesen Weg.
Auch wenn die Leute das nicht einsehen oder merken. Aber du kannst nicht den Tawhid übergehen und mit anderen Themen anfangen. Das ist nicht die Da'wah von den Propheten, Anbiya. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er die Leute zu La ilaha illallah gerufen hat, sagte er, sagt La ilaha illallah, werdet ihr Erfolg haben. Und hat auch gesagt, dass Allah durch dieses Wort wird er blinde Augen öffnen, versiegelte Herzen öffnen. Guck mal, was das Wort von La ilaha illallah und Da'wah von Tawhid bewirkt. Deswegen sollte euch nicht der Shaitan kommen und sagen, das ist trocken, sondern das ist die Lösung. Und um die Prioritäten vielleicht aufzuschreiben, die sind auch wichtig zu wissen, was kommt als allererstes? Als allererstes Aqida, Tawhid. Dann die Verpflichtungen, die jedem Pflicht ist. Die Verpflichtungen, die jedem Pflicht sind. Das Gebet und Reinigungsregel und solche Anbetungen wie Ramadan und so weiter, die muss man lernen. Dann kommen das, was in deinen Alltag zu sagen, von Essen und Trinken und Kleidung, was davon Halal und Haram, das Unterscheiden von Halal und Haram in diesen Angelegenheiten, das gehört zu deinem Pflichtwissen. Dann in dein Verdienst. Und das sind unterschiedliche Pflichten. Dem einen ist das Pflicht, der andere nicht. Aber auf jeden Fall, jeder, seine Arbeit, sein Verdienst, muss er wissen, was davon halal ist, was haram. Damit er den halal und tayyib verdient. Das gehört alles zu den Pflichten oder Pflichtwissen. Dann die sechste Benehmensregel, das Abmühen im Wissen. Weil Wissen sollte man als ein Talib, jemand, der nach Wissen anstrebt, sollte man nicht, und das ist nicht eine Überheblichkeit, aber das ist eine wichtige Sache, die für das Wissen erlangen wichtig ist, sollte man nicht wie normale Mensch leben. Um wirklich ein Talib ilm zu werden, muss man sich aussondern. Nicht aussondern in dem Sinne, dass man sich gegenüber die Leute stellt und überheblich macht. Nein, muss man nicht seine Zeit verschwenden wie andere. Muss man jede Zeit mehr nutzen als andere. Muss man auf viele Sachen, die erlaubt sind, verzichten, um diesen Weg zu schreiten. Um zu erreichen. Deswegen braucht man Fleiß, braucht man Abmühung und braucht man Geduld. Und der Beweis, dass du dadurch erreichst, was du anstrebst, sagt Allah SWT, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Diejenigen, die sich unseretwegen abmühen, dem werden wir unsere Wege rechtleiten, zu unseren Wegen rechtleiten. Und da gibt es eine schöne Passage von Imam Sa'di, sagt er zu diesem Vers, sagt, wer sich abmüht und bemüht in Wissen erlangen, das Wissen von Religion zu erlangen, der bekommt von Rechtleitung und Hilfe, um das zu erreichen, was er angestrebt hat, was bekommt er? Angelegenheiten von Allah, Umur Ilahiyya. Ja? Kharija an Madrak Ijtihadi. Sogar über seine Abmühung bekommt er eine Hilfe von Allah SWT. Und Sachen, die außerhalb von seiner Abmühung sind. Und wird ihm das Wissen erleichtert. Weil, wahrlich sagt er, das Wissen erlangen gehört zu dem Dschihad. Fi sabilillah.
Das Wissen erlangen gehört zu dem Dschihad fi sabilillah. Sogar ist das einer der zwei Arten von Dschihad. Aber diese Art von Dschihad, sagt er, das machen nur die auserwählten Leute. Und das ist der Dschihad mit der Aussage und der Zunge gegenüber den Kuffar, gegenüber den Heuchlern. Und auch ist das ein Dschihad, um die Angelegenheit der Religion beizubringen. Und dass man sozusagen widerlegt diejenigen, die von der Wahrheit wegkommen, selbst wenn es von den Muslimen ist. So braucht derjenige, der Wissen erlangt, eine Abmühung gegen seinen Nefs. Und braucht er die Geduld und extra Geduld. Sabr wa musabar. Das ist eine schöne Passage von Imam Sa'di. Merkt euch, der Imam ist einer, der sozusagen sehr viele Weisheiten hat. Und der hat auch ein Tafsir und habt ihr vielleicht die Übersetzung von dem 30. Kapitel und 29. Kapitel. Ist sehr, sehr empfehlenswert von diesem Imam und seine Auslegungen zu nehmen. Die siebte Benehmensregel.